Guten Morgen, liebe Leute. Heute beim Fernsehstudio werden wir uns darum beschäftigen, um ein Thema, was momentan in der Politik sehr stark vertreten ist. Die Menschen sprechen darüber, aber nicht alle trauen sich darüber zu sprechen. Und es ist einfach in der Gemeinschaft, in Deutschland, man weiß einfach nicht, wie soll man jetzt dazu stehen. Scheiß Motorrad! Und man weiß einfach nicht, wie ist das jetzt wirklich, wie ist das tatsächlich. Und deswegen werde ich heute in der Karlsruher Innenstadt ein paar Leute ansprechen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Also Leute, wir sind jetzt hier mitten in Karlsruhe in der Innenstadt. Auf jeden Fall, hier sieht es ziemlich nice aus, würde ich sagen. Und ich habe da ein paar Passanten ausgespäht und die werden wir doch jetzt einfach mal befragen. Guten Tag, wir sind von ProSieben. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen, ist das in Ordnung? Hallo, ist gar kein Problem, können wir machen. Ja gut, es freut mich. Also, was halten Sie denn vom besten Clan der Welt, also dem Anonymous-Clan? Anonymous, sind das nicht die komischen Hacker da, die immer da die ganzen Leute hacken in Amerika und so? Das sieht man halt, der Anonymous-Clan ist überall auf der Welt bekannt. Danke für Ihre Hilfe. Und wollen Sie vielleicht noch jemanden grüßen? Ja, mein Mutti, das wäre immer ganz recht. Okay. Und ansonsten würde ich sagen, suchen wir den nächsten Passant. Leute, hinter mir ist ein Bär, ein ziemlich großer Braunbär. Er kommt immer näher, aber auf jeden Fall werde ich den jetzt mal fragen, ob wir den auch noch ein paar Fragen stellen können. Deswegen fangen wir mal an. Okay, also guten Tag, Herr Braunbär. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Okay, dürfen wir Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Oh, halt's Maul, Alter, aber ja, okay. Ah, das ist ja schön. Auf jeden Fall, ich wollte mal fragen, was halten Sie denn vom besten Clan der Welt, nämlich dem Anonymous-Clan? Ach so, kommen wir doch gleich damit. Ja, die sind richtig nice, Alter, da kann man echt nichts sagen. Okay, also auch hier ist der Anonymous-Clan natürlich bekannt, weil die Leute sprechen darüber. Das ist ein Thema, das man überall kennt. Und das, ansonsten würde ich sagen, wollen Sie noch jemanden grüßen vielleicht? Ach, hallo? Fick dich doch, du Spast. Also scheinbar nett. Ansonsten würde ich sagen, der Anonymous-Clan ist bekannt und wir gehen zurück ins Studio. Ja, was hier flauschig alles wird schon. Herzlich willkommen hier auf dem Anonymous-Clan-Kanal. Ich bin Tim aka Teilweise TV und bin ganz neu in den Anonymous-Clan reingejoint. Und heute ist das mein erstes Video. Heute ist das Thema des Remake oder allgemein Remakes von älteren CODs auf den neuen Konsolen oder halt auf dem PC. Und das Thema werde ich dann gleich anfangen, aber am Anfang werde ich noch ganz kurz ein paar Sachen über mich sagen, dass ihr mich auch ein bisschen kennenlernt. Wie gesagt, ich heiße Tim, bin 17 Jahre alt und ich habe echt Spaß daran, Videos zu machen. Ich bin jetzt nicht der beste Zocker, deswegen das, was ihr im Hintergrund seht, ist nicht Quad Nuclear in BO2 mit einer Shotgun. Also sowas ist für mich unvorstellbar, das würde ich niemals schaffen. Ich schaffe nicht mal eine Nuclear. Oder eine habe ich aber. Das war auch wahrscheinlich ein bisschen Glück. Auf jeden Fall unnormal krank und das ist jetzt, wartet ab, das sind 4 Weltrekorde in einem Gameplay. Die erste Quad Nuclear überhaupt mit einer Shotgun, was schon mal ultra krank ist, dann jetzt passt auf. Da ist einmal die schnellste Nuklear mit einer Shotgun drin, die schnellste Double Nuklear und die schnellste Triple Nuklear. Also 4 Weltrekorde in einem Gameplay, was ging eigentlich mit Fury ab, als er das erspielt hat. Das ist unnormal krank, wie gut der Kerl ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, jetzt kann ich noch ein bisschen was über mich erzählen. Was mir auch noch richtig Spaß macht, ist zum Beispiel Fotografie. Deswegen habe ich ja auch diese weiße Leinwand, die benutze ich normalerweise natürlich zum Fotografieren. Heute aber ja zum Filmen, wie ich es immer mache, wenn ich so ein Video vor der Leinwand mache. Aber am liebsten filme ich eigentlich draußen, so wie am Anfang, weil da habt ihr ja gesehen, das macht mir noch am allermeisten Spaß. Aber jetzt würde ich sagen, was es noch über mich zu wissen gibt, ist einmal, dass ich ziemlich behindert bin. Ich hab'n, guck hier. Grüne Scuff-Pedals. Ich würde sagen, es war ein guter Fang. Und noch was ganz, ganz Wichtiges natürlich ist, dass ich auch eine eigene Kochshow habe. Und herzlich willkommen hier zu der Teilweise TV Kochshow. Dann könnt ihr eigentlich das Gläukaktik mies neu machen. Zack, drin ist's. Auf jeden Fall würde ich sagen, ernste Videos sind jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, machen wir das halt einfach mal.
Also, ihr wisst ja alle, bei Infinite Warfare kommt als, wenn man das nicht als Normalversion kauft, sondern als Bonusversion, kostet aber glaube ich 120 oder 130 Euro. Wenn man sich das mal überlegt, wenn man früher so viel für ein Spiel gezahlt hat, schon mal der erste Punkt, 130 Euro für ein scheiß Spiel eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist ja eigentlich schon krank. So, dann kriegt man ja COD4, also Call of Duty 4, MW1, kostenlos dazu als Remake. Der Trailer ist schon ziemlich geil davon, also da gibt es auch so einen kurzen Trailer, wie sie die Texturen und so verändert haben. Das sieht alles schon ziemlich gut aus. Ich denke auch, dass ich mir das holen werde, weil das will ich auch unbedingt spielen, weil ich habe darauf richtig Spaß, weil ich weiß ja nicht, mit welchem Call of Duty ihr angefangen habt. Bei mir war das MW2, aber ich denke, dass so diese alten Zeiten, die können gar nicht mehr kommen, weil es ist einfach so, dass durch die ganze Spielerfahrung, wo die ganzen Spieler haben, einfach allgemein alle Spieler viel besser werden. Es kann ja nicht sein, dass die Spieler wieder schlechter werden. Und es ist ja schwieriger, besser wie alle zu sein, wie dass alle nicht so gut sind und man dadurch mehr Spielspaß hat, weil halt jeder dann mal eher Glück hat, wenn er sehr gut spielt. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum bei Call of Duty heutzutage jeder so rumraged, weil einfach jeder so gut geworden ist. Der Standard in Call of Duty ist einfach ziemlich hoch, würde ich sagen. Oder zumindest mal behaupten. Und das ist, glaube ich, so ein Hauptpunkt, warum eigentlich das alles so schwierig ist mit den neuen Call of Duties. Das liegt vielleicht gar nicht mehr unbedingt am Spiel. Ich denke eher, dass es auch allgemein an der Situation liegt, dass die Gamer einfach immer besser werden, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall wisst ihr ja, dass das alte Spiel wieder rauskommt und es wird bestimmt richtig Spaß machen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also ich habe Call of Duty 4, also MW1, auch ein bisschen früher gespielt, jetzt nicht so viel, aber da wurde halt schon ziemlich viel gehackt, muss ich jetzt sagen. Aber das Spiel an sich hat richtig Spaß gemacht und ich mag dieses Zukunftszeug auch nicht so, weil, keine Ahnung, aber irgendwie müssen es ja trotzdem genug Menschen mögen, sonst würden die das ja nicht machen. Es ist so ein Zwiespalt, keine Ahnung, also mir persönlich gefällt es nicht, was ja auch bei vielen so ist. Battlefield 1 kommt ja auch raus, das ist ja Erster oder Zweiter Weltkrieg, bin ich mir jetzt ganz so sicher und das feiert jeder. Aber ich muss einfach sagen, alles in allem, das ist echt ein schwieriges Thema, aber für mich ist Zukunft einfach nichts. Und das, weiß nicht, das ist gar nicht mehr dieses klassische Zocken, wenn ich mir vorstelle, früher mit 12 oder so oder mit 14, wenn ich mit meinen Kollegen viel geteilten Bildschirm auf der PS3 gezockt habe, wie das Spaß gemacht hat in MW3, MW2, also das war einfach richtig cool, das gibt es jetzt gar nicht mehr so arg. Vielleicht liegt es auch an den Spielen, weil einfach nicht mehr dieses klassische Gefühl ist, dass man einfach nicht 5 Meter hochspringen kann und so ein Scheiß. Aber das lasse ich einfach mal auf mich zukommen und das werden wir dann sehen, ob das gut ist oder nicht, dieses Remake. Was ich mir aber auf jeden Fall richtig krass vorstelle, ist, wenn BO2 als Remake rauskommt. Das Problem ist bei mir nur, wenn ich BO2 spiele, ich habe das so viel gespielt, dass ich nicht mehr so arg viel Spaß dran habe, ich weiß nicht. Und wenn man halt BO3 spielt, das fühlt sich halt alles ein bisschen flüssiger an, so von den Bewegungen. Das ist schon schöner, wie das halt heutzutage ist mit der ganzen Engine und so. Aber trotzdem ist es halt ein ziemlich gutes Spiel, aber meine persönliche Meinung ist, ich habe mich daran ein bisschen satt gespielt. Ich weiß nicht, ob die dann nur ein Remake machen in Bezug auf die Grafik oder auch, das weiß man ja jetzt noch nicht, weil MW1 ja auch noch nicht rausgekommen ist, der Remake. Oder ob die dann auch an Spielverhalten ein bisschen was ändern. Das wird man dann sehen. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich interessant eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie gut die Spiele werden. Und es geht aber ja immer noch eigentlich ein halbes Jahr. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig, dass sich jeder da jetzt schon so sagt, boah, ich bestelle das schon vor und boah, nee, das ist Infinite Warfare, wird voll scheiße. Es ist nur ein halbes Jahr Zeit und ich verstehe das irgendwie gar nicht. Und alle freuen sich schon voll drauf und als wäre das gleich da, dabei geht es noch voll lang. Das verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht so ganz. Alles in allem hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Jetzt mache ich noch ein paar Outtakes dran, weil mit dem Hund war es draußen gar nicht so einfach, will ich mal behaupten. Ansonsten lasst ein Like da und ein Abo für den Anonymous-Clan, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ansonsten würde ich sagen, schönen Tag noch, was auch immer, lutscht nicht so viele Ananassen und ciao. Können Sie mal bitte stehen bleiben? Hallo? Was halten Sie davon? Hallo? Dieser Braunbär ist sehr sympathisch. Und deswegen habe ich mich auch mit ihm angefreundet. Er tut auch gern COD spielen, hat auch eine 40er KD. Kein Problem, würde ich sagen. Und willst du noch ein paar COD-Leute grüßen? Scheinbar nett, deswegen würde ich sagen, ciao.